Hi, heute möchte ich dir mal zeigen, welche Pinsel ich eigentlich zum Malen am meisten verwende und welche du auf jeden Fall auch zum Start haben solltest. Also bleib dran! So, ich will gar nicht lange rumreden. Ich zeige dir am besten direkt mal hier auf dem Tisch, welche Pinsel ich für was verwende. Ich werde dabei auch mal erklären, warum ich das Ganze benutze. Und du wirst sehen, dass du eigentlich nicht so viele Pinsel brauchst. Ich habe jetzt hier einige auf dem Tisch, um dir das einfach besser erklären zu können. Aber du brauchst davon natürlich nicht jeden einzelnen und kannst mal mit sehr wenigen Pinseln starten. Ich switch mal hier kurz rüber. Du siehst hier also jetzt mal so eine Sammlung aus verschiedenen Pinseln, die ich eigentlich sehr häufig verwende. Dir wird vielleicht als allererstes mal dieser große hier auffallen. Das ist ein Pinsel, den benutze ich fast immer, also so gut wie in jedem Gemälde. Wenn du mal bei mir reinschaust, ich werde oben mal ein Video verlinken. Das Ganze ist ein Pinsel, mit dem kann man zum Beispiel sehr gut solche Hintergründe malen. Da fällt es mir gerade ein, ich habe hier sogar gerade eine erste Schicht von einem Bild angefangen. Da habe ich den auch verwendet, um hier so den Hintergrund schön weich zu machen. Wie gesagt, da gibt es ein Video, das ich schon mal gemacht habe. Das verlinke ich dir oben in der Infobox. Und wie gesagt, sehr gut, um Haut, Hintergründe, alles Mögliche sehr weich zu zeichnen. Hier gibt es dann noch diesen Fächerpinsel. Der ist bei mir schon ein bisschen ausgefranst, leider. Also den müsste ich jetzt nochmal richtig sauber machen, dass der wieder schön weich wird. Ich denke mal, den Fächerpinsel kennt jeder, wie damals schon im Fernsehen Bob Ross damit verschiedene Bäume gemalt hat. Ich benutze den aber nicht für Bäume, weil du wirst ja wissen, ich male eigentlich so gut wie keine Landschaften bis jetzt. Sondern den kann man auch benutzen, um zum Beispiel ganz weiche Übergänge zu machen. Aber da muss der halt wirklich noch sehr frisch sein, der Pinsel, sehr weich, weil sobald er hart wird, macht er natürlich auch nur noch Riefen. Aber wenn der ganz schön weich und neu ist und du dich um den gekümmert hast, dann kannst du damit auch in der Haut und so weiter richtig schöne weiche Übergänge machen. Dazu also auch der Fächerpinsel. Ansonsten arbeite ich sehr viel mit solchen Katzenzungenpinseln. Das sind jetzt hier schon mal, ich zeige es nochmal in der Kamera hier unten, ein bisschen größere. Das heißt, solche könnte ich jetzt zum Beispiel auch für größere Hautpartien verwenden. Das Gute an diesen Katzenzungenpinsel ist die Form. Durch diese Form sind die sehr unterschiedlich anwendbar. Das heißt, je nachdem, wie du den Pinsel hältst, ob du ihn jetzt ein bisschen drehst, ob du ihn schräg machst, kriegst du immer ganz gut andere Formen und kannst dadurch auch mit relativ kleinen Katzenzungenpinsel wirklich sehr genau malen. Also ich kenne wirklich Künstler, die haben richtig teure Katzenzungenpinsel und die nehmen die eigentlich für alles. Die benutzen fast keine Linienpinsel, wobei man es meiner Meinung nach an manchen Stellen dann doch schon mal braucht. Also wie gesagt, hier Katzenzungenpinsel, hier auch nochmal kleinere Katzenzungenpinsel, die ich dann zum detaillierten Malen nehme. Ganz typisch sind hier jetzt, wie gesagt, zum Beispiel die von PenArt. Es gibt sehr gute noch von Da Vinci, die Kolinsky-Pinsel. Also die benutzen wirklich sehr viele Profikünstler, diese Katzenzungenpinsel mit Kolinsky-Haar und da, wenn man wirklich sehr fortgeschritten ist, kann man sich da auch mal leisten. Die sind aber schon sehr teuer. Also für Anfänger auf jeden Fall nicht nötig. Aber wenn du sagst, hey, ich will mir mal zwei, drei Pinsel holen, die richtig teuer sind und die ich richtig gut pflege, dann kannst du dir mal überlegen, ob du dir auch so einen Da Vinci Kolinsky besorgst. Okay, was habe ich hier noch auf meiner Palette? Ich hoffe auch, du lässt dich nicht stören, dass hier gerade noch meine Farben da sind. Ich mache das immer, wenn ich gemalt habe, mache ich es wieder sauber. Und damit ich die ganze Farbe hier nicht wegschmeißen muss, schaue ich eben, dass ich das abdecke und am nächsten Tag nochmal verwenden kann. Wenn du eine Idee hast, wie ich das Ganze ohne Plastikfolie machen kann, vielleicht hast du irgendeine Erfahrung, würde mich auf jeden Fall interessieren, schreib es mal unten in die Kommentare rein. Okay, back to the topic. Wie gesagt, Flachpinsel kann man immer sehr viele benutzen. Ich benutze da auch sehr kleine oft, um jetzt zum Beispiel in den Augen Details zu malen, um in den Ohren Details zu malen. Wie gesagt, da muss jeder auch ein bisschen seine eigene Vorlieben machen. Ich kenne Künstler, die malen zum Beispiel nur mit den Katzenzungenpinseln. Ich kenne Künstler, die malen so gut wie nur mit Flachpinseln. Und ich kenne sogar Künstler, die malen mit Borsten, mit runden Borstenpinseln, die eigentlich sehr rau sind und die malen damit aber wirklich sehr, sehr realistische Bilder. Könnte man kaum glauben, aber so sieht man halt jeder.
Jeder hat so seine Vorlieben, deshalb will ich dir auch nur als Beispiel zeigen, was ich jetzt halt so typischerweise verwende. Ganz wichtig natürlich noch jetzt für mich auch diese zwei, drei ganz kleinen, feinen Pinsel, mit denen ich dann jetzt zum Beispiel bei so einem Bild ist leider, was heißt leider, es ist sehr klein und da braucht man schon gute Details, man braucht richtig feine Spitzen, sonst kann man in den Augen da gar nicht zurechtkommen und es fein malen. Aber das ist ja auch noch die erste Schicht. Okay, so viel zu den Pinseln. Ich wollte noch kurz sagen, du brauchst jetzt natürlich nicht alle davon. Besorg dir vielleicht mal so einen mittelgroßen Flachpinsel, einen sehr kleinen, dann noch so einen ganz feinen für die Details. Und wie gesagt, wenn du realistische Porträts malen willst, kann ich dir immer diesen Ziegenhaarpinsel empfehlen. Der ist super weich. Damit kannst du richtig schön alles weich zeichnen. Und sonst musst du entscheiden, probier vielleicht auch mal den Katzenzungenpinsel aus, aber mit vier, fünf Pinseln kommst du eigentlich am Anfang mal zum Starten schon zurecht. So viel also dazu. Wenn du besondere Fragen hast, wie benutze ich den Pinsel, kannst du noch mal den Katzenzungenpinsel genauer vorstellen und zeigen, wie ich damit malen kann, wie du ihn einsetzt. Schreib es bitte unten rein, dann mache ich dazu noch mal ein gesondertes Video, wo ich einzeln auf die Pinsel eingehe. Ich will aber erst mal von dir wissen, ob das interessant ist oder ob ich lieber mit anderen Themen weitermache. Also, ich hoffe, es hat dir trotzdem ein bisschen geholfen. Ich würde mich über ein Abo und ein Like freuen. Mach auch am besten die Glocke an, damit du kein Video verpasst. Bis zum nächsten Mal. Ciao.